So, und damit schließen wir dann das erste Kapitel ab. Das ist jetzt die letzte Episode für das erste Kapitel. Es gibt insgesamt vier. Und ja, Yasha hat ein saucooles Theme. Oh, das stimmt. Das habe ich auch immer geliebt. Und ich habe hier auch auf die Musik gewartet. Das ist, wenn man das abstimmt mit der Musik, dann ist das so geil. Oh, wie gemein das ist. Jetzt hast du keine Arme mehr. Ja, kein ohne Arm. Ja. Das kann nur gut ausgehen, oder? Mit Sicherheit. Ich muss zugeben, ich habe nie während des Spiels auf meine Energie geachtet. Muss ich jetzt mal machen, ob ich da nur knapp davon gekommen bin wieder. Weil dass ich bei Weisen fast draufgegangen wäre, das habe ich auch nicht mitbekommen. Wobei ich das aber auch häufig bei dem Spiel hatte, dass es sehr viele Situationen gab, die so knapp waren, dass ich schon überlegt habe, ob die Entwickler das absichtlich gemacht haben, dass man immer so knapp ausgeht und das berechnet haben. Aber Kopfnüsse verteilen, das klappt noch. Ja, wie ist es doch in Toy Story 2? Benutzt deinen Kopf. Genau. Das ist. Ach Gott. Aber das haben wir ja in einem. Ein Flashback gelernt, das war ja der Meister, der uns das beigebracht hat, ne? Den Ja. Kopf zu benutzen. Und so geht Story und Gameplay Hand in Hand über. Ja. Wie witzig das ist, wie du beim Laufen auch immer diese Funken hast von diesen fehlenden Armen. Das sieht einfach toll aus. Ja. Ja, das passiert ja tatsächlich auf der Religion irgendwie, dass die Götter mechanisch sind und da ist das schon wieder passiert. Ja. So doof, dabei hattest du es doch jetzt schon so gut wie. Ja, und ich glaube, jetzt nach dieser Sequenz kommt schon diese Unterbrechung. Was halt ziemlich früh ist, dafür, dass das Ding 11 Minuten lang ist. Das hatte mich nämlich sehr überrascht gehabt, wie früh das kommt. Und ich dachte, ist die Episode nur 5 Minuten lang oder wie? Wie gemein das von ihm ist. Er spielt ja hier förmlich mit Ja. Asuka. Ist auch unfair. Er hat keine Arme, ne? Ja. Wollte ich nur mal so gesagt haben, nochmal. Ja, und da kommt jetzt schon die Unterbrechung. Ja. Aber gut, davon ab ist jetzt auch die Episode hier tatsächlich ja nicht wirklich die längste. Und das ist jetzt die einzige Aufgabe, die Asura hat, bevor er jetzt von Yasha gekillt wird, dass er ihm nochmal die Maske abhaut. Aber wie toll es ist, dass Yasha noch weiterredet, während er gerade im Fuß der Fresse hat. Das finde ich so geil. Das sind also die Reaktionstests, vor allem bei den letzten Bossen. Die sind teilweise so knapp und wenn du da nicht das Timing hast, das ist schrecklich. Kannst du eigentlich auch blocken in diesen Kämpfen? Du hast eine Ausweichrolle. Ja. Ja. Genau die. Aber ansonsten ist man doch eher offensiv unterwegs. Ja. Ich glaube, deswegen spiele ich auch so gerne mit Asura, weil er sehr offensiv ist und ich halt auch in Spielen eher offensiv spiele. Es spiegelt meine Spielernatur wieder. Wie hart muss eine Kopfnuss sein, dass du 10 Meter weggeworfen wirst? Und wie hart muss dein Kopf dafür sein? Oh Mann. Das muss doch irgendwann Schäden hinterlassen, so ein Gehirn. Ich finde diese Einstellung auch irgendwie witzig. Ja, er will ihm halt wirklich nur die Maske vom Gesicht schlagen. Das ist jetzt so Ja. seine höchste Priorität.
so ein kleines Witzelchen für die Wutanzeige. Oh, fast wieder daneben gelaufen. Bitch Slap 3000. Ja. Ihr habt sie eingefroren, die Penner, ja? Gar nichts. Und das ist das Main-Theme von Asura. Das ist so geil. Ja, wie schön das ist, wie das hier im Dialog dann oben zu sehen ist, wie sich gerade die Wutanzeige aufbaut. Ja, durch den Dialog, das ist so geil. Ja. Das ist eine Aussage, oder? Könnte auch ein Final Fantasy Endboss sein. Ja, komm. Bam! Was für eine Druckwelle? Anime-Druckwellen, ja? Vor allen Dingen, es geht wirklich alles in der Richtung, noch was dahinter ist kaputt. Und das Ding ist nicht mal zerbrochen. Es ist angeknackst. Ja, immerhin. Also, auch wenn ich das Spiel vorhin ein bisschen gebasht habe, also Style hat es auf jeden Fall. Ja, es ist halt, weshalb ich das so geil finde, ist halt, dass das so... Es hat alle Anime-Klischees genommen und das einfach so geil verpackt. Wie gesagt, es ist im Endeffekt, also habe ich mir eine Anime-Staffel ins Regal gestellt. Und das einfach anzusehen, es macht immer wieder Laune. Wie gesagt, ich hab's direkt heute, bevor wir das aufgenommen haben, aufgenommen. Und das war, glaube ich, mein 10., 12. Mal oder so, dass ich das gespielt habe, das Spiel. Und das ist, weil das einfach so kurzweilig ist von der Aufmachung her und vom Spaßgehalt, ist das, kann ich mir das echt immer wieder geben, tatsächlich. Egal wie simpel und wenig Spiel dahinter steckt letzten Endes. Und es wird wirklich noch cooler, die nächsten Episoden. Das ist auch Episode 3 Flashback hier. Oh. Allerdings ist Anakin nicht nochmal in die Lava gefallen danach. Ja. Square Enix hat jetzt 3 Spiele daraus gemacht. Final Fantasy. Ich glaube, ich wäre mir ein bisschen blöd vorgekommen, wenn ich jetzt hierfür tatsächlich nur 50 oder 60 Euro ausgegeben hätte. Das wär dreist, ja. Also, ich weiß nicht. Also, ihr müsst euch vorstellen, das Hauptspiel geht 6 Stunden auf dem normalen Durchlauf. Der DLC geht 2 Stunden und dann gibt es nochmal 2 weitere DLCs. Halt diese Anime-Episoden zum einen. Die gehen etwa zusammen vielleicht 20 bis 30 Minuten und dann noch diese Street Fighter Episoden, die allerdings recht, ja, praktisch keine Geschichte haben. Ich wollte schon sagen, da sind schon einige bekannte Sprecher dabei. Ja. Ja, die Street Fighter Episoden fand ich ein bisschen enttäuschend. Die Anime-Dinger waren eigentlich, ja, irgendwie hat man sich dann schon gefragt, so, muss ich dafür jetzt extra nochmal Geld ausgeben für das bisschen, aber natürlich hier dieses letzte Kapitel, das ist auf jeden Fall richtig geil. Und das ist ein Geld wert, finde ich. Das ist ein DLC, den ich gerne gekauft habe. Ja. Ja, Capcom, wir wissen, dass ihr das seid. Jetzt kommen hier nochmal ein bisschen Yasha Revelations. Teil 1, Leiden, beendet. Ich will nicht spoilern, was seine Verbindung zu ihr ist. Dann sag es doch einfach nicht. Es ist so schlimm, weil das sich jetzt schon andeutet. Es ist so schrecklich. Ganz bestimmt wird dieses zarte Mädchen Rache nehmen. Wenn das alles vorbei ist. Mit Sicherheit. Ja. Mithras Wrath, das ist dann das nächste Spiel, wo man sie spielt und sie alle fertig macht.
Meinst du das jetzt ernst? Nein. keine Sorge. Nee. Das wird überhaupt nicht passen. Das wird ja doch witzig, wenn wir dann an den Punkt kommen, dass dann die Endsequenz kommt. Das will ich wirklich nicht vorwegnehmen, aber das ist so herrlich. Da denkt man sich dann auch nur so, what the fuck, könnte das der Nachfolger sein? Was passiert in Kapitel 2 des Spiels? 500 Jahre später. Okay. Ich glaube, das ist auch so wieder God of War-Syndrom, dass er 12-mal sterben muss in seinem eigenen Spiel. Und irgendwie auch entsprechend 12-mal der Hölle entkommen muss. Oh Mann. Aber das dann im nächsten Kapitel. Ja, ich freue mich.